Schreckliche Wende im Fall der am Samstag tot in einem Wohnhaus in Königs Wusterhausen südlich von Berlin aufgefundenen fünfköpfigen Familie. Vater und Mutter, beide 40 Jahre alt und drei Töchter im Alter von 10, 8 und 4 Jahren, wiesen Schuss- und oder Stichverletzungen auf. Wie ein Oberstaatsanwalt nun bestätigte, haben Ermittler in dem Haus einen Abschiedsbrief gefunden. Noch gebe es keine genauen Angaben über den Inhalt des Briefes oder wer diesen verfasst habe. Aber alles deute auf einen sogenannten erweiterten Suizid hin. Zuvor seien die Ermittler von einem Verbrechen ausgegangen. Ein Nachbar hatte am Mittag die Polizei benachrichtigt, nachdem er sich wunderte, niemanden von der Familie am Vormittag gesehen zu haben. Als er von der Terrasse aus ins Hausinnere blickte, habe er leblose Körper im Wohnzimmer liegen sehen. Daraufhin begannen die Ermittlungen im Ortsteil Senzig. Die Polizei hatte den Tatort weiträumig abgeriegelt und die Ermittlungen aufgenommen. Vater David R. soll als Lehrer an einer Berufsschule im benachbarten Wildau gearbeitet haben. Dazu hatte er eine Eventagentur und soll außerdem Brunnen gebaut haben. Seine Frau hatte als Diplom-Betriebswirtin an der TH ebenfalls im Nachbarort gearbeitet. Die Kinder gingen im Ort zur Schule, die Kleinste in die Kita. Jetzt sind alle tot.